Schüttel on the Rocks wird präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful. Sowie A-Vogel Herb Amare. Mein Salz, mein Geschmack. Ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder auf Glatteis gehe und gerade mit dieser Schweizer Band, nämlich der Tessiner Band Gotthard, ein Risotto machen. Das kommt einfach nicht gut per se. Hey, hoi, ciao. Willkommen. Schön, dass du da bist. Hey. Das freut mich. Danke für die Ladung. Ja, wir haben viel vor, grosses vor. Schön, wir dürfen warm essen heute Abend. Ja, genau. Vielleicht. Ja, eben, es ist so. Also, ich denke, wir machen ein bisschen Risotto, weil das ist so ein bisschen Risotto, so, okay. Hochgeschichte, also ich lehne extra so ein bisschen aus dem Fenster. Lehnen, oder? Ja. Ich denke, so ein bisschen, dass wir die Berner Fusion reinbringen können. Ist mir jetzt Speck und Bohnen. Hast du ein Problem damit? Darfst du ein neues Dessin? Mit Bohnen? Ja, probieren wir mal, oder? Speck und Bohnen, Spöck, ja. Ist gar nicht Tessiner Bohnen, ja. Ja, also, aber dann noch ein bisschen Küngel auch noch. Aber hast du den Griff? Das sehen wir dann. Gut, dann schauen wir. Freut mich. Merci. So, Küngel haben wir, Speck. Ja. Gut. Wir als erstes Küngel die anbraten. Und dann machen wir ihn fertig. Du kannst du es mal schön einsalzen hier? Wie genug Salz geben? Viel oder wenig? Ja, genug. Genug? Ja, so richtig grosszügig. Bist du verliebt? Nein. Scheint zu kochen, wenn ich immer viel Salz drauf. Die sind verliebt. Nein, aber das ist ja nicht viel. Das ist ja nichts. Nichts? Nein, das ist so richtig. Schau, da darfst du ihm richtig geben. So ehrlich? Richtig. Ja, ja. Mal hier rüber. Und dann fangen wir an, Gemüse schneiden. Für, das Rabbit. Machst du, oder? Nein, mir. Na, du? Du tust nicht gerne schneiden. Muss. Ja, jetzt. Komm, du musst jetzt. Ein bisschen schauen, oder? Ja. Mhm. Mit der Schale. Ah, sehr schön. Santé. Bist du im Stress? Nein, nicht, oder? Noch nicht. Cheers. Ciao. Gehen wir den Knoblauch auch dazulegen. Okay. Zwiebeln an. So, ein bisschen Sellerie. Das gibt Geschmack. Ich sage immer so, gleich viel Fleisch, gleich viel Gemüse, noch ein bisschen Lauch. Schau jetzt. Kann ich so wie draußen. Ja. Fällt nur der Brille und dann. Genau, genau. Voilà. Nochmal. Bohnen, parat. Bohnen, das. Deine Lieblingsbohnen? Ja, sicher. Schau, jetzt da brauchst du nicht mal ein Messer, dann kannst du sogar hier. Ehrlich? Ja, ja. Das geht. Am Boden rühren. Da ich rein. Wie viel willst du von denen? Noch Handvoll machen. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Geschmack. Jetzt kannst du hier alles so drin tun. So, einfach neandertalermässig. Ja, sicher. Ja. Voilà. Ja. Dann könntest du mir den Wein auftun hier, den Weiss. Nur auftun? Ja, kannst du probieren. Ja, gut. Ein bisschen Tomatenpüree dran, ganz wenig. Ja. Mach ich mit viel Platz. Du willst ihn ablöschen, ne? Kannst du schon? Nein, mach du. Ist nicht gefährlich. Nein, finde ich. Du traust ihm nein, nicht, gell? Nein.
Aber nicht die ganze Flasche, nein, oder? Nein. Aber fast. So, dann müssen wir es ein bisschen aufkochen. Ja, dann noch ein bisschen Lorbeer. Ja. Alloro. Alloro. Eieiei, kochen ist etwas Schönes. Ja? Man kann zuschauen. Das ist das erste Mal, wo. So. Frische Thymianzweige drauf. Also, tun wir das mit Alufolie zudecken. So. Voilà. Und jetzt kann er hier für sich. Gehen wir irgendwie zu Risotto. Aha. Tessiner Risotto mit Speck. Ja, es gibt ja nicht wirklich Tessiner Risotto. Es gibt so einen Bugs Bunny, Robert Lander. So einen Bastardo, meinst du? Ja, genau. Okay. Dann nehmen wir ein bisschen Olivenöl. Und dann haben wir hier den Speck anbraten drin. Okay. Ohne. So, Salamischnitten. Ja, genau. Schön mit anziehen. Kannst du wieder rühren wieder. Was hast du verliert? Schau mal. Sensationell. So, ich habe Schalotten vorbereitet für Risotto. So. Was wir machen können, wir können auch noch den Merlot ein bisschen reduzieren. Tu es mal rein, so viel wie möglich. Kannst du die ganze drin leeren. Ich würde lieber Wein suchen. Ja, ich auch. Geben wir noch ein bisschen Portwein. Okay. Geben wir noch ein bisschen mischen mit Portwein. Ganz wenig noch. So. Das schön reduzieren. Schöne Farbe. Sensationell. Jetzt nehmen wir das raus. So. Olivenöl. Jetzt kannst du die Schalotte drin tun. Das Risotto-Päckchen aufschneiden. Hast du gerne Butter? Sicher. Gut. French Kitchen, ne? No? Ja, French Kitchen Meats. Ja, Berner. Berner Tessiner Connection. So. Super. Was ist ganz wichtig beim Risotto machen, ist, dass man wirklich jetzt hier in dieser Phase gut anröstet. Dann Parmesan nehmen wir ganzen. Und das ist eben wichtig, dass man dort, wenn möglich, frisch abgeraffelten nimmt. So. Weil das ist ganz ein grosser Unterschied, ob du frisch geraffelten nimmst oder ob du so Päckchen pulverisierten nimmst. So. Gross frisiert. Ja, gross frisiert. So, jetzt haben wir hier in diesem gelben Hafen ein bisschen Bouillon. Le Bouillon. Ich lasse schön langsam einkochen. So, dann gehen wir zu unserem Küngel. Dann nehmen wir das Gegenpfort. So, lassen wir so ausdampfen. Jetzt habe ich langsam Hunger. Ah, gut, doch. Jetzt sind wir vom Rotwein dran. Anfangen. Mhm. Jetzt tun wir noch den Küngel schnell ein bisschen zupfen. Aha. Mit dem, kannst du mir die Speckbohnen geben? So. Autsch. Ja, was? Autsch. Jetzt kannst du nachher den Käse rein tun. Fast wie Fondue. Schau mal. Gut, jetzt kannst du langsam drunter ziehen. Ei. Sind wir sicher? Wir sind sicher. Warte noch. Jetzt musst du hier schauen, das ist geil. Aber musst du nicht alles. Ja. Gut, probieren. Ja. Mhm. Gut, ja. Voilà, muss ich dann anrichten. So. Rock'n'Roll Kitchen, oder? Gell? Das darf ein bisschen. Und dann tun wir hier okay. Den Küngel oben drauf. So. Voilà. Jetzt kann man hier allenfalls noch ein bisschen Peterli drüber zupfen, wenn wir das machen. Hier noch so ein bisschen. So Deko. Ja, so ein bisschen. Frische gibt das. So, jetzt kannst du es da über den Tisch. Ja. Et voilà. Voilà. So. Habe ich gut gekocht? Ja, du hast das sensationell gekocht. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel gelernt bei dir. Was hast du gelernt? Irgendwie aufräumen? Aufräumen habe ich gelernt. Das Bier zwischendrin. Das Bier. Sensationell. Wenn wir deine Gäste holen, weil die kennst du vom Stühle. Fredo, Nick. Jo. Wenn schon wie, ja, jetzt. Ja, eben. Oder die Maid hier. Wow, sieht gut aus. Sehr gut. Is this like French fries with and potato?
and steak. It's not. I'll tell you one that I... Buon appetito. Buon appetito. No. Wow. Hey guys, merci vielmal. Merci, merci vielmal. Warte, wir haben immer noch ein Müll verlegt. Was, was soll ich sagen mit Risotto mit Bohnen? Sagen. Und ja, muss ich sagen, well done. Merci. Und gut. Bin ich froh. Schudel on the Rocks wurde Ihnen präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful. Sowie A-Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack.